sehr grau, sehr wüst. Also sieht aus, als würde schon sehr vom Krieg zerstört. Brauner Windrochen, okay. Die holen mich natürlich vom Pferd, ist ja logisch. Und die stehen auch nicht sehr eng beieinander. Das ist natürlich Mist. Ich dachte jetzt, dass ich mit einem Rutsch mal gleich ein paar machen kann. Das ist nicht so der Fall, schade. Ich bekomme auch nicht wirklich viele Erfahrungspunkte von denen. Ist natürlich auch nicht so prickelnd. Schade. Naja. Also müssen wir dann, aber ja, ich muss dann gleich auch aufhören, weil ich eben keine Pla weil meine Festplatte vollgelaufen ist gleich. Also wird nicht mehr lange dauern, dass die Aufnahme bestimmt auch gleich abbrechen wird. Also ich hoffe, dass ich das noch schnell schaffe, hier aufzunehmen, bevor die Aufnahme sagt, Platte voll, entleer mich mal. Deswegen muss ich mich jetzt auch ein bisschen beeilen. Na gut, ich könnte jetzt ein bisschen Platte sparen. Also ein bisschen Platz sparen, wenn ich die Auflösung jetzt gleich ein bisschen niedriger einstellen würde. Aber das dauert dann beim Rendern länger, um die Auflösung wieder auf 1080p hochzubringen. Und da ist es dann fraglich, ob es bis Montag ankommt. So, 10 Stück, na, die schaffen wir noch, aber oh, das ist kein schönes Gebiet hier. Überhaupt nicht, überhaupt nicht. So, und ich muss ja heute auch noch, während das dann rendert, muss ich auch noch den Podcast, also den Vlog, produzieren. Gut, ich denke mal, das ist jetzt nicht das Problem. Ist dann halt bloß, weil dann eben zwei Sachen rendern, aber das denke ich mal, kriege ich hin, das schafft mein PC, da hat er genug Leistung dafür. Jo, auch fertig. Dann mal ab zum Portal. Da oben ist es. Wenn ich das richtig sehe. Genau, komme ich hier hoch? Ne, ich muss ja außen rum. Na, so eine Schitte. Und jetzt sind erstmal noch ein paar Monstrositäten, aber ist glaube ich ganz gut. Da kriege ich noch mal ein paar Erfahrungspunkte, wenn ich die hier mache. Also da kriege ich im Höllenlabyrinth immer noch mehr Erfahrungspunkte, als wenn ich dann hier das mache. Aber leider ist meine Platte läuft voll. Oh, die stehen jetzt ein bisschen enger, das ist schön. Das ist sehr schön. Sehr, ach, die kennen wir doch, diese. Also zumindest von der Grafik her. Na gut, die können sich auch nicht immer neue einfallen lassen. Och Mann, warum rennt ihr dann immer weg? Das waren viele auf einmal. Hier auf dem Friedhof. Auf dem Friedhof, toll. Auf dem Friedhof jage ich Monster. Ach du Schande. Das darfst du keinem erzählen. Na, kommt ran.
Irgendwann durften die jetzt, glaube ich, auch gleich Geschichte sein. So, und dann sind wir hier auch fertig. Ach, bist gleich mal durchgeglitscht. Auch nicht verkehrt, auch nicht schlecht. Wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Dahin. Zwielichthügel. Oder Zweilichthügel. Je nachdem. Erstmal werde ich die hier ausschalten. Na komm, kommt. Wollt ihr alle kloppen? Ja, ihr steht doch drauf. Ihr steht auf Schmerzen, ihr Masochisten. Yeah, Schmerzen. Nochmal kleinen Erfahrungssiegen. Und jetzt noch da oben, die stehen auch wieder schön eng, das ist sehr gut. Zyklopen, okay. Zyklopen sind doch einäugig, ne? So, und ach, ich dachte, ich hätte schon die Hälfte, weil das sah so viel aus, wie ich da auf einmal gemacht hatte. Blutrünstige und hinterhältige Zyklop. Ah, und Aggressor-Zyklop, okay. Und das sind einige wieder, die verschwinden wollen. Sowas. Nee, 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 nee. 10 Stück noch. Ach, hier kommt noch einer angetrottet. Okay. Dann komm an. Aber der ist auch gleich hinüber. So, und jetzt werde ich mich, glaube ich, mal so ein bisschen gleich wieder auf die Straße begeben. Zwecks Rückwärtsgang. Hoffentlich sind das 10, aber es sind bestimmt nicht ganz 10, aber nein, egal. Doch, juhu, es waren 10. Super, super. So, und dann hole ich, dann gibt's jetzt noch das Siegel. Ja, und dann kann ich ja mal schon sagen, ein kleines Review, was war denn an dem Wochenende? Also was haben wir, wir sind 2 Level aufgestiegen, was sonst eigentlich überhaupt nicht so schnell geht. An einem Wochenende, zumindest ohne Tränke und so allen drum und dran und vor allem in der Zeit. Ich habe mal den Himmelskrieg mitgemacht, ich habe wieder einem aus meiner Community geholfen beim Leveln. Ich bin in einem neuen Gebiet gelandet. Also eigentlich richtig viel passiert. Wenn man so denkt. Will, möchte. So, dann gebe ich den hier noch ab. Und mal gucken, ich würde halt gerne noch das Ganze alles verkaufen, USOW. Also so wie ich es halt immer mache, aber tja, ob dann das Dings noch ausreicht. So, also hast du es doch noch ein bisschen. Da Plattenplatz, weil da habe ich jetzt echt, ja, das werde ich dann einfach sehen, wann die Aufnahme abbricht.
Oh, großer oder starker? Großer. Ach, Manu. Ah, aber Dinger sind halt gerade verkauft worden. Und zwar den großer Tauberschutzrang. Den gibt's hier auch. Also verkaufen? Na, du? Das wäre doch mal eine Variante. Ja. So, Judy. Ach, den hier noch? Ja. Ach nee, ich will jetzt nichts kaufen. Ich will erst mal gucken. Ja, was haben wir denn? Stoffhandschuhe der Flammen. Gut. Und die leichte Hose. Auch gut, dass die verkauft wurde. Super. Ach so, kann man löschen. Nehmen, löschen. So, weil es werden garantiert noch einige. Oh, in der Ablage, da hole ich mir erstmal wieder den Edelstein. Willst du was von mir? Oder lege ich den hier rein? Ne, ich lege ihn hier rein. Die will ich ja dann benutzen, um da noch dann die Edelsteine einzusetzen. Ich kann ja bis zu 5 Edelsteine einsetzen in den Umhang und genau. Müssen wir halt noch Tinkturen, habe ich genug. Glückstränke müsste ich dann mal gucken, ob ich da noch welche finde. Genau, und jetzt gehe ich noch zur Auktion und stelle mal noch den Unsichtbarkeitstrank ein. Und dann war es das auch schon für dieses XP-Event-Wochenende. Und dann, ich werde jetzt mal gucken, aber ich werde wahrscheinlich bestimmt Haufen Folgen haben. Also das ist jetzt alles wirklich voraus, also auch schon. Also ich kann dann auch nichts mehr großartig ändern oder sowas. Machen wir mal mit 10 Silber das Ganze. Jobi. Okay, also dann, ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ich sage, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Und wird wahrscheinlich dann in einem Monat oder so sein. Und da kann ich mir dann genug Themen aufschreiben, über die ich auch mal quatschen will, kann sammeln. Und dann haben wir, denke ich mal, genug zu bereden. Also in dem Sinne sage ich ciao, ciao, tschödelö und ich hoffe, ihr mögt auch meine anderen Sachen, die ich so mache und ja, ciao.